Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn ich Hörerinnen und Hörer sage, meine ich auch alle, die sich keinem dieser beiden Kategorien hinzuzählen möchten. Und in Zukunft solltet ihr euch aber trotzdem mit angesprochen fühlen. Herzlich willkommen also zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare könnt ihr wie immer auf manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen. Wir freuen uns sehr darauf und diskutieren gerne mit euch über unsere Folgen und über alles andere, was euch so in den Sinn kommt. Heute kommt die Urmutter zurück. Und zwar möchte ich gerne was erzählen über die Höhle von Lascaux. Wie zu befürchten war, hole ich da mal ein bisschen aus. Die Martina hat ja vor einer Weile schon über Urmütter berichtet. Das waren Abbildungen oder Statuen von Frauen mit zum Teil bis ins Absurde überbetonten Geschlechtsmerkmalen, wenn ich das richtig sehe, die in oder bei steinzeitlichen Siedlungen gefunden wurden. Und von dem man vermutet, dass die Leute, die damals als Machtdemonstration zur Abschreckung oder irgendwie als Kristallisationspunkt für eine Verehrung von Fruchtbarkeit hingemacht haben. Und du hattest mal angeschaut, ob das ein Faktor sein könnte bei der Entstehung von Religionen. Stimmt's? Mhm, richtig. Ist das so grob, ja, aber fair zusammengefasst? Wobei das mit der Fruchtbarkeit, soweit ich mich da erinnere, war das so eine Vermutung, die... Also die, das ist so die allgemeine Vermutung. Aha. Und dass es eher so die neuere Erkenntnis ist, dass es tatsächlich was mit Abschreckung eher zu tun hat. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, weil damals auch. Ich erinnere mich ganz gut. Ja, weil damals als Abschreckungsgeste halt auch von den Frauen die Geschlechtsteile entblößt wurden. Schamweisend war die, ja, die Urmutter. Schamweisende Urmutter, genau. Ja. Ja. Eine Demonstration von Stärke. Diese Fruchtbarkeitsgeschichte ist eher sowas, man weiß es ja nicht genau, ist ja lange her und so, ne? Und man kann ja nur da drauf zu... Ne, das ja, es ist auch so arg allgemein. Ja, so, ja, es ist so ähnlich wie zu sagen, ja, es muss mythisch gewesen sein. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, und es ist vielleicht auch aus der heutigen Sicht, während damals halt die Frauen nochmal eine ganz andere Rolle gespielt haben. Wie dem auch sei. Okay, gut. Sonst alles korrekt. Okay, ja, vielen Dank. Ich sitze hier schön gerade, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, die Geschichte, die du erzählt hast, ist mir bei einer Reise wieder eingefallen. Und zwar ist das bei mir so, wenn ich mal Zeit für Ferien habe, aber habe keine Lust, irgendwie was groß zu organisieren und habe auch keinen rechten Plan, was ich machen soll, dann tippe ich mit dem Finger auf eine Frankreich-Karte und fahre dahin. Und das war bis jetzt eigentlich jedes Mal sehr schön. Okay, ich fuschel ein bisschen so, ich lege die Karte so, dass ich mal im Süden ende. Und da, was ich erzählen möchte, ist, habe ich schon in der Dordogne Urlaub gemacht. Die ist auch bekannt unter dem Namen Périgord. Das ist so ungefähr dieselbe Gegend im Südwesten Frankreichs. Und da gibt's so sanfte Hügel mit Eichenwäldern. Die sind erstmal nicht spektakulär. Aber diese Hügel sind eingeschnitten von ziemlich steilen Flusstälern und die sind spektakulär. Das sind hauptsächlich die Flüsse Weser und die Dordogne selbst. Und die Flüsse haben da Überhänge und tiefe Höhlen in das, ja, so, es ist so Karstgestein, das ist total porös und deshalb im Laufe der Zeit tiefe Täler, Höhlen, Überhänge und so weiter und so fort. Ja, das ist wirklich schön. Also da sind Felsformationen, Burgen, historische Dörfer und Städtchen, die sind zum Teil atemberaubend schön. Das sind einige der schönsten Städtchen und Dörfer, die ich je gesehen habe. Cool. Wow. Und zwar jedes einzelne. Irgendwann denkst du so, nach einer Woche denkst du so, ja. Das nutzt sich auch. Okay, wow. Aber das ist, war nicht wirklich beeindruckend. Eine beeindruckende Gegend. Und das fanden die Leute offensichtlich auch schon in vorhistorischen Zeiten. Vorhistorisch heißt? Also die Geschichte beginnt damit, dass die Leute Sachen aufgeschrieben haben. Sehr gut, okay. Und das ist halt davor gewesen. Okay. Dass die Leute haben gesagt, ja, es gibt keine schriftlichen Zeugnisse. Aha, genau. Oder doch? Naja, während der letzten Kaltzeit, das war also vor 18.000 bis 12.000 Jahren, waren diese Flusstäler sehr beliebt bei den Cro-Magnon-Menschen, die damals da lebten und jagten und umherzogen. Das waren also so Jäger und Sammler, ja, die so im Jahresturnus immer rumgezogen sind und wussten, um diese Jahreszeit kommen immer die Rentiere über diese, hier über in dieser Stelle über den Fluss, wie heißt das Wort, was ich so? Furt? Furt. Über diese Furt kommen sie gezogen, da gehen wir da mal lieber hin und so weiter und so fort.
Und die Leute lebten damals nicht in Höhlen, das ist wichtig. Da legen die Leute Wert drauf, da unten. Das sind also keine Höhlenmenschen gewesen, sondern die lebten in Hütten und unter Felsüberhängen. Das sind die sogenannten Abrils. Und einer dieser Abrils ist Komanor selbst. Ist da also auch in der Gegend, wo man dann die ersten Skelette der Leute gefunden hat, die man heute als Komanor-Menschen bezeichnet. Also historisch, also mit den Menschen, die so anatomisch so waren wie wir, die da ihr Ding gemacht haben. Und es war kalt. Und was macht man, während man eines langen, kalten Winters so unter einem Überhang hockt? Nicht, was ihr denkt. Feuer. Sondern man macht Kunst. Ha. Und das Bedürfnis ist offensichtlich uralt. Und deshalb sind viele dieser Avrils und der Höhlen da in der Gegend über und über mit Gemälden vollgemalt und verziert. Und in der Regel sind das Abbildungen von Tieren, so Rentiere, Bisons, Mammuts und so weiter. Das ist total geil. Es gibt eine ganze Höhle voller Mammutdarstellungen. Und die ist so tief, dass man da mit einer Eisenbahn reinfährt, wenn man wow. die besucht. Das war wirklich toll. Also die Leute haben, was ist das? Ein Mammut, ich male es mal. Ja, cool. Mit so bunten Erden, oder? Mit bunten Erden, mit Ocker, mit Eisenoxid und mit so Manganoxid für Schwarz. Cool. Die Farbpalette ist also etwas einseitig, schwarz über Rot bis Ocker. Und das waren nicht irgendwie so primitive Stichmännchen, sondern wirklich detaillierte Darstellungen in verschiedenen Stilen. Das fängt mit ganz abstrakten Sachen an oder fast abstrakten Sachen und geht bis zu naturalistischen Darstellungen. Du hast den Eindruck, du hast so einen hübschen Comic vor dir, einen gut gezeichneten Comic. Cool. Und die bringen auch unglaublich viel Dynamik da rein. Also das sind nicht irgendwie irgendwelche Sachen, die da stehen, sondern die springen, kämpfen und so weiter und so fort, wenden sich zu und ab und solche Sachen. Wow. Super, hört sich das an. Und die wichtigste Kulturepoche, das habe ich in einem sehr großen Museum ausführlich gelernt, heißt dort Magdalenia und umfasst ungefähr einen Zeitraum von 18.000 bis 12.000 Jahren vor der Zeitenwende. Also vor 20.000 Jahren fing das an, das war die Jungsteinzeit. Okay. Und die wahrscheinlich bekannteste Höhle, die von den Komanor-Menschen mit Kunst versehen wurden, ist die Höhle von Lascaux, von der ich jetzt erzählen möchte. Ich fange jetzt endlich mal an zu erzählen, ja. Also diese Höhle liegt am Tal de Vézère in einem bewaldeten Hügel nahe des Städtchens Montignac. Und 1940 ist die von vier Jungs aus dem Ort entdeckt worden. Die waren im Wald unterwegs und da war ein Baum im Sturm umgefallen und das Wurzelwerk hat so eine Grube hinterlassen, ja, in die Wurzel weggekippt ist. Ja. Und der Hund Robot hieß er, ist da reingekrochen und kam dann allein nicht mehr raus. Und dann ist der Junge, der sich für Robert zuständig fühlt, den der gekrochen, ist in den Hang abgerutscht und hat sich in der großen Höhle wiedergefunden. Man ist in den Ort gerammt, man hat Lampen geholt, man hat die Höhle erkundet und irgendwann hat man da nach oben geguckt. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, History. Boah, das muss das cool gewesen sein. Abenteuerlich. Und die Höhle wurde dann, also wir haben sehr schnell gemerkt, dass das was Außergewöhnliches ist. 1948 wurde die Höhle dann für Besucher geöffnet. Dazu hat man den Höhlenboden metertief abgetragen und eine doppelte Schleusenkammer eingebaut. Anfang der 50er Jahre, also so 5-6 Jahre später, gab es dann 1200 Besucher am Tag. Das Höhlenklima war beim Teufel und die Bilder begannen deutlich sichtbar Schaden zu nehmen. Oh. Da musste man erstmal sofort was tun. Also hat man den Boden 5 Meter tief weiter weggegraben und eine riesige Belüftungsanlage installiert. Das half aber alles irgendwie nichts. Es kam also zu starker Schimmelbildung. Weiße Krankheit und grüne Krankheit nennen sie das. Und 1963 hat man dann die Höhle in dem schlechten Zustand, in dem sie war, für Besucher komplett gesperrt. Und seitdem kommt man nur noch mit Sondergenehmigung und einem sehr guten Grund da rein. Das war krass. Die Bilder werden jetzt vorsichtig ganz langsam restauriert. Der Schimmelbefall wurde aufgehalten, konnte aber bislang nicht rückgängig gemacht werden. Die haben da irgendwie richtig Zeug drauf gesprüht oder was. So krass. Schimmelgift, damit das weggeht. Pilzgift, damit das weggeht. Aber ging nicht weg. Scheiße. Und man kann jetzt schlecht mit dem Schwamm das abkratzen, den Schimmel. Das ist irgendwie keine gute Idee. Oh nein. Ja, genau. Da denkt man auch, Menschen, ich mag euch. Ja gut, aber jetzt haben wir diese Höhle, aber kann keiner rein. Also hat man vor Ort eine pragmatische Lösung gefunden, wie man als Besucher trotzdem einen Eindruck von der Höhlenkunst bekommt.
Und wenn man da hinfährt, nach Montignac, dann ist da am Hang, oder im Hang könnte man fast sagen, so ein modernes Besucherzentrum, ist hübsch gemacht, nahe der eigentlichen Höhle. Und dann geht man in der Gruppe mit einem Führer in eine Dunkel, der einem dann so ein bisschen eine Einleitung gibt, was das hier alles ist und wie das so war und zu welcher Zeit, geht man in so eine dunkle Schleusenkammer rein. Dann gleitet so eine Glastür auf und man ist in der Höhle von Lascaux drin. Naja, also in einem Nachbau der Höhle von Lascaux. In einem Nachbau. Was sie gemacht haben, ist wirklich, die haben alle Formen, alle Felsen, alle Bilder in der Originalgröße, das haben sie Laserscannen gemacht und dann ganz detailliert nachgeformt und nachgemalt. Geil. Bisschen wie Matrix. Es ist ein bisschen wie Walt Disney, aber es ist es eigentlich nicht. Man denkt so, wie ist das denn? Das muss ja furchtbar sein, aber das ist es nicht. Der Boden ist etwas glatter als im Original, kannst also bequem durchlaufen. Die Decke ist hoch genug, sodass man bequem da lang gehen kann. Ist ja geil. Und das ist alles sanft beleuchtet und du folgst also dem Führer von Höhlenabschnitt zu Höhlenabschnitt. Nur der Unterschied ist, da gibt es so Engstellen und an der Engstelle zwischen zwei Felsen ist an der Seite unauffällig eine Glastür angebracht, dann aufgleitet. Da ist ein kurzer, rechteckiger Gang, dann wieder eine Glastür und schon bist du in den nächsten Abschnitt gegangen. Alles unpraktisch wird ausgesucht. Wie hinter den Kulissen der Matrix eher. Ja. Also ich habe jetzt hier als Stichwort geschrieben, das war geschmackvoll gemacht, es war wirklich atmosphärisch und hat viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Cool, ich hatte kein Problem damit, dass das nicht die echte Höhle war. Es ist viel wichtiger, dass diese Höhle auch irgendwie bewahrt wird, möglichst gut. Ja. Man müsste die Leute sowieso schon ohrfeigen, dass sie da irgendwie den Boden rausgemacht haben. So, und dann nach der Tour durch die in Anführungsstrichen eigentliche Höhle gibt es dann noch ein Museum. Das ist noch ein deutlich größerer Raum, wo noch eine Kopie der Höhle ausgestellt ist. Dann siehst du so von der Rückseite, dass das so Glasfibermatten sind, die sie dann einfach so da reinstellen. Das ist so wie so quasi eine langsam explodierte Höhle. Ah. Das heißt, du kannst überall bequem und in eigener Geschwindigkeit überall hingehen und dir das alles angucken von allen Seiten. Wow. Die Höhle selbst besteht aus Gängen und damit verbundenen Räumen. Das sind ungefähr insgesamt 250 Meter lang. Die interessantesten Bestandteile sind, also sie haben natürlich alle Namen, das ist der Saal der Stiere, das Schiff, die Apsis und der Brunnen. Da erzähle ich jetzt kurz was zu. Ich weiß nicht, vielleicht können wir, es gibt diverse Pläne der Höhle online, vielleicht können wir da irgendwie was in diese Episode einbetten, wenn das technisch möglich ist. Dann probieren wir das vielleicht mal, damit die Leute ungefähr eine Vorstellung haben, was ich da so erzähle. Ich erzähle jetzt kurz was über die einzelnen Abteilungen. Und zwar, es gibt den Eingangsbereich, der lag früher offensichtlich bei Sonnenuntergang im ganz schwachen Tageslicht. Und der Rest der Höhle war total dunkel. Der Eingang ist aber irgendwann eingestürzt und hat die Höhle auch verschlossen, sodass vor 15.000 Jahren oder wann auch immer, das weiß man nicht genau, man hat ja mittlerweile alles weggebaggert, die Höhle also nicht mehr zugänglich war. Und wir wissen also auch nicht, ob da Wand- oder Deckenbilder waren, weil die mit dem Einsturz der Höhle verschwunden sind. Ja. Und dann, das ist auch, wenn ihr einzelne Bilder von da gesehen habt, dann habt ihr die bestimmt aus dem Saal der Stiere gesehen. Das ist ein großer Raum, der ist ungefähr 9 Meter lang und auch relativ hoch. Der ist bedeckt mit einer dicken Schicht von weißem Kalzit. Das ist offensichtlich das, was übrig bleibt, wenn sehr, sehr lange Wasser darunter läuft. Und auf dem Boden waren so Sinterbecken. Und dieses weiße Kalzit war quasi wie eine Grundierung, auf der man malen konnte. Ah. Das war relativ glatt, das war weiß und sehr fest. Super. Und auf beiden Seiten sind halt große Auerochsen gemalt, die einander anblicken über die Meter hinweg. Und der größte ist also 5 Meter hoch. Und? Über 5 Meter hoch. Ja. Was größer ist, als ein Auerochse in Natur war. Und die sind begleitet von vielen kleinen Tieren, von Pferden, von sowohl als galoppierende Herde als auch als Pferdekopf. Da gibt es ein Einhorn, ein rotes Rind, das irgendwie wie im Sterben begriffen in die Knie geht. Es gibt eine rote Kuh, die ein Kälbchen dabei hat, ein Hirsch und einen einzigen Bären, den einzigen schwarzen Bären oder überhaupt den einzigen Bären in Lascaux. Und das ist zum größten Teil, sind die voneinander getrennte Bilder, wobei aber einzelne Tiere andere übermalt haben. Aber vom Prinzip ist das anders als in anderen Teilen, waren die voneinander getrennt. Und die stehen da und sind relativ ruhig und stehen da, das wirkt sehr majestätisch. Mhm. Sehr groß, sehr majestätisch. Die gucken dich nicht an, die sind meistens von der Seite gemalt, aber es ist sehr beeindruckend.
Und dieses Einhorn, es gibt so ein paar, was die Franzosen nennen, das mäßig charmant Monster. Das sind also Fabelwesen, das sind Darstellungen von, ja, von Tieren, die keine Entsprechung in der Tierwelt haben. Ah ja, und davon gibt es mehrere? Davon gibt es mehrere. So, das Einhorn ist ein vage, pferdeähnliches Tier, das so solide, geflügelartige Beine hat, also so Truthahnbeine, ein fleckiges Fell, so ein Leopardenfell, es hat einen dicken Bauch, einen Katzenkopf und das weiß man nicht genau, ist weder ein langes, dickes Horn oder zwei schlanke Hörner, weil das so, die Spitze ist so ein bisschen abgebröckelt. Das heißt, man weiß nicht, ob das da nochmal zusammengeht oder nicht. Hm. Ach, lustig. Mhm. Von diesem Saal der Stiere geht also geradeaus ein immer enger werdender Schlauch weiter. Den haben sie aus irgendwelchen Gründen Seitengang genannt. Na gut, axialer Seitengang mit Rindern, mit Pferden, Hirschen, mit Steinböcken. Die haben auch eine 2,5 Meter hohe Decke vollgemalt. Das heißt, die mussten das schon irgendwie wollen. Mhm, die mussten da irgendwas reinschleppen, um sich draufzustellen, ne? Es gibt Es gibt eine Prozession von Pferden auf der rechten Wand und da springt eine Kuh drüber weg. Warum sie das macht, weiß ich nicht. Da ist auch noch ein Monster mit einem langen Hals. Das wirkt wie eine Kreuzung aus Pferd und Giraffe. Und was man da auch das erste Mal sieht in der Höhle sind, ich sag mal nicht Symbole, ich sag mal abstrakte Zeichen, weil Symbole inhaltlichen Gehalt voraussetzen würde. Da sind also Striche, Punkte in Reihen, Reihen von Doppelpunkten. Es gibt rechteckige Muster, also einfach Quadrate gemalt. Es gibt so eine Art so Gitter, also Quadrat an Quadrat an Quadrat an Quadrat. Mhm. Es gibt so kammartige Muster. Mal sind sie bunt, mal sind sie einfach nur mit schwarzem Pigment gemacht. Eine Kuh springt auch auf so ein großes Muster zu. Und ganz interessant ist, dass sich diese Muster in dieser Form auch in anderen Höhlen in diesem Kulturraum Magdalena-Kulturraum gefunden worden sind. Zum Teil bis nach Spanien rein. Ach. Das heißt, sie müssen es irgendwie geschafft haben, diese Formen zu kommunizieren. Das Muster war also nicht willkürlich. Mhm. Und im Gegensatz zu dem Saal von eben sind hier die Darstellungen nicht einheitlich und auch nicht vollständig. Also nicht alle Tiere sind vollständig. Die Tiere laufen durcheinander. Es ist alles sehr dynamisch. Und am Ende des Ganges ist ein Pferd kopfüber um einen Felspfeiler herumgemalt. So, na gut. Wenn man jetzt wieder zurück in dem Saal ist und man guckt vom Höhleneingang raus, da dann hinein, weiter in die Höhle und man biegt rechts ab. Wenn sind wir gerade ausgegangen, biegen wir rechts ab, dann kommt eine kurze Passage. Da gibt's aber keine Darstellung, weil da der Luftzug stark war, dass man davon ausgeht, im Laufe von 20.000 Jahren hilft auch, sorgt der Luftzug dafür, dass da nichts mehr übrig ist. Ah. Aber dann kommt man in den Bereich, Wurzel, aber ist interessant. Das nennt man das Schiff. Und das ist so eine Erweiterung, eine Verlängerung. Und Schiff ist jetzt analog gemeint von einem Kirchenschiff, weil die Form so ungefähr hinkommt. Auch alles wieder voller bunter Abstrakter und Muster. Pferde und Steinböcke. Eine schwarze Kuh steht auf mehrfarbigen Quadraten und ist dann vom Pferden überdeckt. Und es gibt eine Reihe von Hirschen mit hochgereckten Köpfen, die so aussehen, als ob sie schwimmen. So, dieses Schiff wird enger und geht über in einen Gang, der immer enger und niedriger wird und mit Gruppen von Raubkatzen bemalt worden ist. Viele davon sind von Pfeilen durchbohrt. Dann gibt es auch andere Tiere, Pfeile, Symbolzeichen und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, in diesem Gang, der eigentlich gar nicht besonders bemerkenswert ist, ist in der Mitte eine 6 Meter tiefe Felsspalte. Die Leute haben auf der anderen Seite weitergemalt. Das heißt, die müssen irgendwie mühevoll diese Spalte überwinden, um auf der anderen Seite hinzukommen. Mhm. Und das endet dann mit einer Reihe von 3 Doppelpunkten und danach ist die Höhle so eng, dass niemand weiß, was dahinter ist. So, und rechts von diesem großen Schiff geht ein irgendwie halbrunder Raum abends weiter. Das ist so, die nennen sie die Apsis und es ist in der Tat die Form einer Apsis in der Kirche hat, also so kapellenartig, ja? Ja. Oder man könnte auch sagen, das Viertel einer Kugel. Das geht da rechts weg. Und das ist übersät mit 2000 Tierdarstellungen, die in die Decken und Wände geritzt worden sind. Und zwar sind die ganz chaotisch
Also in meinen Augen durch und übereinander in wirren Lagen geritzt worden. Das Ganze macht einen enormen, extrem dynamischen Eigendruck, ist, als ob es alles wild hin und her zuckt. Sehr cool. Und da ist dann unter anderem auch das einzige Rentier dabei, was es in der Höhle gibt. Was ganz interessant ist, denn das Rentiere waren das Hauptnahrungsmittel, was sie hauptsächlich gejagt haben. Ach so. Und auch da war die Deckenhöhe, ich sag das immer dazu, war damals 2,70 Meter in dieser Apsis. Das heißt, man muss das wirklich wollen, dass man da was hinkratzt, mühevoll. So, und am Ende dieser Apsis, wo die Kapelle zu Ende ist, gibt's einen Schacht, den Brunnen, der ist ungefähr 8 Meter tief, geht steil runter, unter das Niveau der restlichen Höhle. Und im Laufe der Zeit hat sich da damals auch schon so viel CO2 angesammelt in diesem tiefen Bereich, dass man, wenn man da länger bleibt, bewusstlos wird. Ach, wie krass. Auf halber Höhe, ungefähr 4 Meter unter dem überhängenden Rand des Eingangs zu diesem Schacht, ist die einzige Darstellung eines Menschen in dieser Höhle. In dem Schacht, in dem man ohnmächtig wird. In dem Schacht, in dem man ohnmächtig wird und in dem man eigentlich auch nicht hinkommt. Und da ist ein Mann mit Strichmännchenarmen, mit je 4 Fingern. Muss ich mal gucken, dass ich ein Bild davon finde. Es ist auch viel primitiver gemalt als alle anderen Bilder in der Höhle. Der hat einen Vogelkopf und eine wirklich amtliche Erektion. Und das sieht irgendwie so aus, als ob er steif nach hinten wegkippt. Aha. Und vor ihm steht kampfbereit wirkend ein Bison mit aufgestellter Miene und erhobenem Schwanz, auf dem eine Art Lanze oder Harpune liegt und dem aus dem Bauch des Bisons quellen Eingeweide raus. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, die Frage sich erweckt, wirft das Bison den Mann um? So ein bisschen so sieht das aus. Mhm. Und unter oder vor dem Mann steht oder liegt ein senkrechter Stock, auf dem Vogel sitzt. Und daneben liegt so eine Art Pfeil oder ein kurzer Speer mit Querstreben, die ich bei einem Speer da nicht unbedingt vermuten würde, aber was auch immer. Und hinter dem Mann gibt es noch eine Reihe von Doppelpunkten, die zu einem Nashorn, dem einzigen Nashorn in der Höhle führen, das den Mann aber weitgehend ignoriert. Das ist ja krass. So, und also okay, das ist die Höhle, ja? Eine Übersicht, wie es da aussieht. Und wann und zu welchem Zeitpunkt, in welchem Zeitraum ist die so entstanden? Die übliche Einordnung ist, dass man sagt, die Malereien sind zwischen 17.000 und 19.000 Jahre alt. Boah. Es gibt aber mittlerweile neue Funde, die an der Datierung Zweifel aufkommen lassen und sagen, wahrscheinlich ist das ja 38.000 bis 20.000 Jahre alt. Wahnsinn. Und die Bemalungen da sind angebracht worden über einen Zeitraum von mindestens 500 Jahren hinweg. Das wären also damals ungefähr 25 Generationen von Menschen. Mhm. Aber es ist auch gut, das ist also eine Untergrenze, auf die sie gekommen sind. Es kann auch sein, dass es über Jahrtausende weg immer wieder benutzt worden ist. Mhm. Ja, mit welchen Mitteln, habe ich vorhin schon gesagt, für mineralische Pigmente, was halt heißt, die üblichen auf Carbonzerfall angewiesenen Datierungsmethoden alle nicht funktionieren. Oh. C14 funktioniert nicht, weil es ist halt nicht organisch. Und das haben die mit Pinseln aufgebracht oder mit Blasrohren aus hohlen Knochen, dass sie die Pigmente pulverisiert haben und dann so an die Wand gesprüht haben. Das waren gar keine nassen Farben, sondern so Pulverfarben. So habe ich das verstanden. Ist ja toll. Und der Zugang war damals zu der Höhle sehr schwierig. Im Moment kann man da sehr bequem reingehen. Aber die war zum Teil so flach, dass man also flach auf dem Rücken liegend malen musste, flach auf dem Rücken, weil es einfach die ersten Leute, die die Höhle untersucht haben, haben die dann mühsam abgepaust, flach auf dem Rücken liegend. Das heißt, du musst also riesige Tiere an die Decke malen, die du als Besucher in Anführungsstrichen damals gar nicht übersehen konntest. Krass. Weil du nie in der Position warst, die wirklich zu sehen. Weil du dich da halt drunter durchquetschen mussten. Und dahinter wurde es dann wieder höher. Und du müsstest da irgendwie Gerüste aus Holz hinschaffen und hast dann da in hohen Sälen Figuren gemalt oder geritzt. Zum Teil halt Tausende. Das ist ja total spannend. Und wir wissen eigentlich nichts.
oder? Es gibt verschiedene Theorien oder Hypothesen, kann ich gleich was zu sagen. Erst noch vielleicht, es gibt neben diesen Bildern noch einzelne archäologische Kleinfunde, wie man so schön sagt. Da gibt es zum Beispiel verschiedene, ich glaube Dutzende, Paletten mit Pigmentresten, die Leute benutzt haben. Es gibt im Brunnen eine Talglampe, die, also so eine, ich glaube aus Stein, so eine kleine Lampe mit so einem kleinen, ja, mit einer kleinen Mulde, wo man so Hirschteig reingetan hat und dann eine relativ flache, lange Gegend, wo man so einen Docht hingelegt hat aus irgendwas, ich habe vergessen, aus irgendwelchen Pflanzen. Und wenn man das anzündete, leuchtete das eine Weile, brannte das eine Weile. So war, und die ist auch, diese Talglampe war, da war alle sehr aufgeregt, weil die mit ähnlichen abstrakten Mustern verziert war, wie die, die man da immer mal wieder zwischen den Tieren findet. Ja. Und dann hast du so Reste von Picknicks gefunden, Faustkeile mit Pigmentresten, die sie so irgendwie von größeren Steinen abgekratzt haben. Zum Teil lag das unter dem Schutt des Eingangs und war möglicherweise weggeworfen. Es gibt aber auch mindestens eine Lampe und eine Palette samt Näpfchen und Pigmentresten. Die wurden also weiter in der Passage gefunden auf einem Sims. Die hat da vor 15.000 Jahren jemand hingelegt auf den Feldsims und niemand hat die je weggeräumt. Ja, das war möglicherweise der letzte Mensch, der diese Höhle je betreten hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass die das anderen das gesehen haben und gesagt, das lassen wir mal lieber hier stehen. Warum auch immer. Man muss dazu sagen, diese Höhle von Lascaux ist besonders schön, aber nicht einzig. Es gibt also über 150 Höhlen, die bislang entdeckt worden sind in Spanien und Südfrankreich. Das ist der sogenannte franco-kantabrische Kulturraum. Diese Höhlen sind mit ähnlichen Mitteln und in einem ähnlichen Stil und auch mit diesen Abstrakta halt bemalt worden. Wenn ich Symbol sagen würde, dann würde das, ein Symbol verweist ja auf was. In diesem Fall weiß man einfach nicht, auf was es verweist. Und ja, jetzt kann man überlegen, was ist die Motivation der Künstler? Da sind also über Jahrhunderte lang, vielleicht auch über Jahrtausende, Generationen von Menschen immer wieder zu dieser Höhle gekommen und haben unter großen Mühen in engen Gängen und großen Räumen, abgeschottet von Tageslicht, zumindest weiter drin, Teile ihrer mageren Ressourcen geopfert, um aufwendig Kunst zu schaffen. Die Frage, die da aufkommt, ist, warum? Ja. Gibt es natürlich verschiedene Hypothesen, da kann ich jetzt vielleicht jeweils ein paar Sätze zu sagen. Die älteste Hypothese ist auch die so ein bisschen, es geht um Jagdmagie. Diese Darstellungen sind irgendwie ein wichtiger Teil von Jagdmagie und samt Darstellung, samt des richtigen Ritus vernünftig ausgeführt, soll dafür sorgen, dass das Jagdglück kommt und Unglücke verhütet werden bei der Jagd. Das kann man ausführlich diskutieren. Das ist die Frage, was die Aussagekraft von sowas ist. Aber die Idee ist dann natürlich, dass man in dieser Höhle auch häufig gejagte Tiere darstellt, die dann auch oft mit Pfeilen versehen sind. Also so Pfeil- und Bogenpfeilen, nicht Hinweispfeile. Die Idee ist, dass man die Tiere dann irgendwie in der Geisterwelt, in der Höhle schon symbolisch erlegt, sodass sie in der körperlichen Welt keinen Widerstand mehr leisten. Nur das Problem, zumindest in unserer Höhle hier, ist, dass die meistgejagten Tiere in der Region von Menschen Rentiere waren. Und es gibt aber überhaupt nur ein Rentier in der Höhle. Okay. Unter Tausenden von Bildern. Und nur ganz wenige der üblichen Beutetiere sind hier mit symbolischen Pfeilen oder Speeren bemalt worden, dass die halt irgendwie schon in der Höhle, in der Geisterwelt geschlachtet worden sind. Aber ganz interessant ist, die Raubkatzen haben fast alle Pfeile. Ah ja, krass. Warum? Weiß ich nicht. Dann hat man sich überlegt, ja, das mit der Jagdmagie, das war vielleicht nicht so recht. Das war so die These, die so um den Zweiten Weltkrieg beliebt war. Und danach hat man sich was anderes überlegt und sagte, ja, vielleicht ist das ja sowas Schamanisches. Und Schamanen gibt es ja angeblich noch, weiß ich nicht, in Sibirien. Ach. Und die sagen, Schamanen können in Trance in eine Geistwelt vordringen und vermitteln dann zwischen Geistern und Menschen. Und dann denkt man, mein erster Gedanke ist so, und ihr geht davon aus, dass sich da in 18.000 Jahren nichts verändert hat. Dann sagen die, ja Oliver, du wirst kaum glauben, darüber haben wir auch schon nachgedacht.
und sagen, dass diese Trancezustände in der Hirnphysiologie der Menschen verankert sind. Das heißt, sie sind nicht kulturabhängig. Ach so. Das wenn das heute funktioniert, stehen die Chancen gut, dass das damals auch funktioniert hat. Ah. Und da gibt es offensichtlich so drei Stufen der Trance, die die Leute da isoliert haben. In der ersten Stufe bildeten sich bei geschlossenen Augen aus dem Rauschen, das man dann so sieht, weil die Sensoreingaben fehlen, Formen, die dann den abstrakten Symbolen in der Höhle ähneln. Überraschend ähneln. Ah. So, man kann sich dem annähern, ohne jetzt in Trance zu geraten, wenn man die Augen schließt und trotzdem weiter guckt. Und dann sozusagen die Innenseite seiner Augenlider anschaut. Dann bilden sich da komische Flecken, die nach oben und unten wandern und manche fangen an zu zucken und so weiter und so fort. So, ihr dürft jetzt wieder... Ich brauche mehr Toast. Ja. Du brauchst mehr Dunkelheit, man muss es dunkler machen. Vielleicht funktioniert. Wir haben hier, wir gucken ja alle drei die große Lampe über den Tisch an. Vielleicht funktioniert es dann nicht so gut. In der zweiten Stufe sagen die Leute, die sich mit sowas auskennen, rastet das Hirn irgendwie anders ein und interpretiert die Formen dann als zum Beispiel als Tiere. Wenn man viel, wir würden vielleicht was anderes sehen, aber wenn man viel mit Tieren zu tun hat, weil das das Einzige ist, was es da gibt, wo du wohnst, ja, siehst du dann halt in diesen Mustern Tiere. Und das erklärt dann vielleicht auch diese Monster wie das Einhorn. Dass dann da halt Tiere sind, die eigentlich gibt's ja gar nicht. Stufe 3 sagen die, man versinkt komplett in der Halluzination. Das ist für uns nicht weiter interessant. So, also als man darauf kam und diese Analogie zu den sibirischen Schamanen gezogen hatte, erhob sich große Aufregung in der Wissenschaftlergemeinde, weil diese Hypothese gute Erklärung für Art und Anordnung der Bilder in der Höhle ergibt. Aber dann hat man sich die Experimente, die die Leute gemacht haben, nochmal genauer angeguckt und festgestellt, dass diese drei Stufen dieser Trance-Zustands nur so auftreten, wenn man LSD konsumiert. Und sonst nicht so. Und jetzt ist natürlich nicht davon auszugehen, dass unsere Steinzeitfreunde dieses synthetische Halluzinogen besitzen. Gut, dann war das also auch nichts. Dann stellt man sich die Frage, könnte das Ganze einfach irgendwie eine kulturelle Klammer gewesen sein, um durch diese Art der, das, durch die Art der Malerei eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe signalisiert worden ist. So, wir sind der Clan des Stieres und wir sind der Stamm der Wildkatze und sowas. Aber das funktioniert auch nicht so richtig. Man müsste sich fragen, wem gegenüber wurde denn diese Einheit hergestellt? Das war extrem dünn besiedelt. Und dazu kam, das waren halt auch nicht Sachen, die man an eine Stelle gemacht hat, die gut zugänglich war, sodass sie jeder sieht. Es gibt kennt ihr das in Wiltshire in England, diese riesigen weißen Pferde, die aus den Hügeln gekratzt worden sind? Nee, kenne ich nicht. Da gibt es große Figuren, die offensichtlich auch steinzeitlichen Ursprungs sind. Und dann haben die Leute halt gesagt, so, wir machen jetzt mal ein großes Pferd. Und das ist ein Kreidehügel, das sind mit Gras überwachsen, du machst das Gras ab, dann leuchtet es weiß. Ah ja. Und da gibt es halt verschiedene Figuren. So, da kann man sich vorstellen, okay, wir sind der Clan des Pferdes, boom. Chaka, check this out. Ja. Aber in so einer Höhle, wo es dunkel ist und wo man nicht hinkommt, macht das nur begrenzt Sinn. Und wo man auch so viel Mühe sich geben muss, entweder kriechen oder irgendwas klettern und so. Ja, da ist wieder dann die nächste Idee, die da so ein bisschen hinspielt, ist möglicherweise war das Ganze der Ort eines Initiationsritus. Diese bemalten Höhlen in der Region haben offensichtlich einen relativ großen Raum im Eingangsbereich typischerweise und dann so ein enges Labyrinth. Und dann könnte man, also könnte vorne der Stamm warten und die jungen Leute, die dann da erwachsen werden, diese Initiation machen sollen, müssen dann irgendwie da in diesem Labyrinth isoliert werden und im Dunkeln, was auch immer sie da so machen. Ja. Beten oder so, singen. Und was malen. Oder irgendwas malen. In einigen Höhlen wurden dann Fußabdrücke gefunden, hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen. So dass die Wissenschaftler sehr, sehr aufgeregt wurden, weil sie dachten, jetzt hätten sie es. Und dann haben sie gesagt, boom, wir haben eine Idee, wir holen afrikanische Fährtenleser, die sowas quasi in Anführungsstrichen beruflich machen, die wissen, was sie da, sie sind nicht einfach nur irgendwelche, ja, Historiker sind es nicht, irgendwelche Archäologen, die zufällig, oh, guck mal, wir haben Füße gefunden, sondern Leute, die da beruflich Fährten lesen. Und die sagen ja,
guck mal, das sind ganz offensichtlich Lehmsammler gewesen. Die sind in die Höhle gegangen, um Lehm zu holen. Ach. Die waren auf dem Rückweg immer tiefer als auf dem Hinweg und so weiter und so fort. Ja, das war dann auch nicht richtig, war auch nicht so gut. Dann macht man sich natürlich extreme Gedanken über diese Szene im Brunnen. Stellt sich jetzt die Frage, ist dieser Mann mit dem Vogelkopf, dieses strichmännchenartige Mann mit dem Vogelkopf, vielleicht ein Schamane mit einer Tiermaske, der also eine Vogelmaske aufgezogen hat, der hier... Oder das Letzte, was man unter CO2-Halluzinationen noch hinkriegt. Oder das, und der deshalb da in Trance fällt und stocksteif da liegt. Der Vogelstab, der so aussieht, als ob er im Boden steckt und als ob da ein Vogel drauf sitzt, ist vielleicht kein Vogelstab, sondern das soll so eine Speerschleuder sein. Man hatte also, weißt du, dass man, gab es damals, dass man so einen kurzen Speer hatte und weil man den aber nicht so richtig feste werfen konnte, hat man sich so einen Schleuder gemacht, sodass man quasi den Arm verlängert hat, mit dem man geworfen hat. Dann konnte man schneller und kraftvoller werfen. Aha. Hat dann vielleicht der Mann gegen das Bison gekämpft? Und dann das Nashorn, was hier rausläuft, und eigentlich die anderen ignoriert, hat das Nashorn vielleicht das Bison verletzt und den Mann umgeworfen und läuft dann jetzt weg? Ist das Ganze vielleicht Teil eines Ursprungsmythos? Da, ich meine, da sind die Elemente Sex, Kampf und Tod sind da drin und das ist ja schon mal gut für jeden Mythos, den man so anfangen möchte, ne? Ich glaube, es läuft darauf hinaus. Ohne Kontext können wir das nicht verstehen. Und die einzigen, die den Kontext kannten, waren die Cro-Magnon-Menschen. Die können wir halt nicht mehr fragen. Man kann aber schon ein paar Experimente machen. Die anderen Sachen, so, also vage, könnte doch sein, das. Und dann passt es halt oder passt es nicht. Aber du kannst zum Beispiel in den Höhlen akustische Analysen machen. Zu der Reflexion von Schallwellen. Das kann man halt einfach messen. Und es stellt sich raus, es gibt also Leute, die das machen, die gehen in so Höhlen und messen die Reflexionen und die sagen, okay, Orte mit Wandkunst in Höhlen oder auch unter diesen bestimmten Felsüberhängen haben bestimmte Klangqualitäten. Das heißt, die haben insbesondere ein auffällig lautes und klares Echo. Ach. Und in Lascaux und auch in ein paar anderen Höhlen ist es sogar so, dass die jeweils dargestellten Motive von der Klangeigenschaften des Ortes abhängig sind. Pferde und Bisons zum Beispiel sind an Orten mit einer bestimmten besseren Akustik, während die Wildkatzen gerne in Orten untergebracht worden sind, wo es kaum Echo gibt. Mhm. Und im Gegensatz zu anderen Interpretationen, siehe oben, kann man das halt testen. Du kannst Blindversuche in der Höhle machen, also soweit man das halt objektiv kann. Du kannst dir die Augen zumachen, dann führt dich jemand in die Höhle, du hörst dir die Akustik an und sagst, was da jetzt sein müsste. Ist ja super geil. Und dann machst du die Augen auf und dann kommen offensichtlich, sagen die, tatsächlich oft die entsprechenden Bilder zum Vorschein, also signifikant oft. Geil. Man muss sagen, nicht alle Höhlen mit besonderer Akustik sind bemalt, aber die bemalten Höhlen, soweit die noch im natürlichen Zustand sind, haben diese Kennzeichen. Ist ja toll. Und dann gibt es noch was. Es gibt, da sind die Leute draufgekommen. Es gibt eine Höhle in Spanien, da gibt es die Darstellung des Mondes während einer partiellen Mondfinsternis. Darum sind Punkte, also wahrscheinlich Sterne. Und jetzt bietet es sich auch an, in Lascaux mal nach verschlüsselten Referenzen auf den Nachthimmel zu suchen. Und das kann man sich vorstellen. Das geht dann irgendwann vage in Richtung Astrologie. Das heißt, auch da sind sehr viele Leute sehr aufgeregt. Ja. Es gibt einen Stier, über dem 6 Punkte abgebildet sind. Es gibt eine Kuh, die sich dann unten ins Bild drängt. Das ist so ein Bild, was beschrieben wird. Und dann sagen die, oh, das könnte doch das Sternbild Stier sein, samt der Plejaden. Und die Kuh mit den halbkreisförmig gebogenen Hörnern. Hörern habe ich geschrieben, das ist ja ganz hübsch. Die Kuh mit den halbkreisförmig gebogenen Hörnern ist dann symbolisch für die Mondfinsternis. Ah, ja. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass die Malerei primitive Form des Tierkreises zeigt, der mit dem modernen Tierkreiszeichen nicht völlig zur Deckung zu bringen ist. Ich halte das für bis jetzt am die dünnste
Idee, was sie machen, ist halt die Projektion von heutigen Himmelsdeuterei und heutige Ästhetik auf Jungsteinzeitleute zu projizieren. So, ja, was man damals schon Tiere da gesehen hat in den Sternen. Ne? Man weiß es halt nicht. Und auch ein Stier im Sternbild des Stiers. Ha, ha, ha. So, aber was Fakt ist, dass diese Eingänge in den bemalten Höhlen oft auf besonderen Sonnenstand ausgerichtet sind. Das heißt, also die haben die Höhlen dann gewählt. In Lascaux ist es zum Beispiel so, dass der Saal der Stiere im Moment des Sonnenuntergangs am Tag der Sommersonnenwende besonders viel Licht bekommt. Das heißt, die Menschen konnten, sagt man, zu dieser Zeit im Saal der Stiere ungefähr jeden Tag um diese Zeit eine Stunde lang ohne künstliche Beleuchtung arbeiten, mit Mondlicht sogar noch ein bisschen länger. Ah ja. Und das kann man sich vorstellen, dass das da eine Rolle spielt. Durch alle Kulturen, die wir kennen, sind die Sonnenwendtage von besonderer Bedeutung. Wir feiern ja jetzt demnächst auch wieder ein. So, ich habe da auch gestanden und wie immer kann ich mich nicht zurückhalten, um auch eine eigene Idee mit ins Spiel zu bringen. Und zwar hat mir besonders zu denken gegeben, die Form und Konfiguration von Apsis und Brunnen samt der CO2-Atmosphäre da unten. Und dieses Bild von dem Männchen, wenn man sich das anguckt vor Ort, ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sich also das vor Ort anguckt, die Form von Apsis und Brunnen, dann könnte man mit etwas Fantasie feststellen, dass sie verdächtig wie eine riesige Mumu wirken. Und gerade das ist der Bereich, wo die Frequenz der eingeritzten, nicht mehr sorgfältig gemalt, sondern eingeritzten Abbildungen enorm ansteigt. Es gibt also diese 2000 Risszeichnungen übereinander, durcheinander, chaotisch und in heller Aufregung. So, und wenn man jetzt in den Brunnen gerät, dann wird man völlig konfus, man gerät in Trance und wird schließlich bewusstlos. Ja? Und gerade an diese Stelle ist an diese rätselhafte Szene mit dem Urvater gemalt. Also stellt sich die Frage, ob das dieser Brunnen möglicherweise irgendwie ein feminin Allerheiligstes ist. Möglicherweise wird ja hier im ganz tiefen Schoß der Erde das weibliche Prinzip und die Fruchtbarkeit verehrt. Dann wäre die ganze Höhle von Lascaux eine einzige riesige Urmutter. So. Ah, ja, das finde ich einen schönen Gedanken. Ich weiß es nicht. Es ist eine Idee, die genauso funktioniert wie alle anderen. Du hast nur sehr begrenzte Art von Daten, du hast überhaupt keinen Kontext. Also was passt, passt halt. Ja, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach so eine Tradition ist, wenn die Völker damals so umherwanderten in immer ähnlichen Kreisen, dass sie halt dann und dann im Winter an dieser Höhle Pause machen und dann haben die irgendwie so ein gemeinsames Kunstwerk und dann vergrößert sich das und dann ziehen sie wieder weiter und dann nächstes Jahr zur selben Jahreszeit kommen die wieder dahin und basteln daran weiter. Wie so ein großes, einfach so eine Tradition, wie wir irgendwie immer zu Weihnachten Kerzen oder einen Baum in die Wohnung stellen, sowas Schwachsinniges. Da würde man wahrscheinlich in 20.000 Jahren sich auch fragen, ey, da haben die diese Bäume sich in die Wohnung geholt. Ja, aber welcher Teil deiner Ressourcen ist denn so ein Baum? Vernachlässigbar. Und wenn du jetzt aber sagst, und die Leute offensichtlich hatten sie einen kleinen Nahrungsmittelüberschuss, sonst hätten sie sich das nicht leisten können, die Sachen anzumalen, weil in der Zeit wären sie am Hunger gestorben. Ja. Aber du machst es trotzdem, und also mit enormem Aufwand, ja, aber die wollen vergleichsweise, ja, aber das du machst es an einer Stelle, die niemand sieht. Ja, aber damals. Ja, dann geht's aber auch nicht kaputt durch die Elemente, dann kannst du nächstes Jahr weitermachen. Und die wollten auch Spaß. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass das gar nicht so anstrengend war als Jäger und Sammler. Nee, das und war die, gar nicht ja so eben, Stress. Nee, hatte, überhaupt nicht. Nee, die hatten ganz viel Freizeit. Das wird ja im Zuge von dieser Arbeitsdiskussion immer gesagt, dass die Jäger und Sammler ganz, ganz viel Freizeit hatten. Und sagen wir mal, dann kommen die mal zu Weihnachten immer an derselben Höhle vorbei in ihrem jährlichen Turnus. Und da haben sie sich das ganze Jahr schon drauf gefreut, dann können alle weitermalen. Ja, das ist sozusagen die Nulltheorie. Das heißt, du wirst sagen, jopp, ihr könnt da alle nach irgendwelchen Mustern und Mythen und was auch immer suchen, da sind aber keine. Die wollten einfach Spaß haben. Gut, dann haben sie den ein bisschen systematisiert mit diesen Klängen und so, klar. Das ist schon interessant, aber ich meine, die waren ja auch nicht dumm. Da haben sie halt das irgendwie genauso schlau wie wir. Ein Ding draus gemacht. Ich würde vermuten, es ist genauso
genauso aussagekräftig und wenig aussagekräftig wie die anderen Ideen mit der Jagdmagie. Tue ich da auch, ja. Und müsste sich kann man ja wirklich nur komplett mutmaßen jetzt. Ja, ja, man kann. Aber irgendwie, also was man, glaube ich, auch, ist ja immer schwierig zu sagen, weil natürlich immer Menschen, auch junge Menschen, auch Kinder, in so einen kulturellen Kontext eingebettet sind. Aber was ich meine zu beobachten, ist halt, dass für das kleine Kinder eine ganz schnelle Affinität entwickeln, erstens zu Musik und zweitens zum Zeichnen. Selbst wenn keiner in dem Haushalt zeichnet, wollen Kinder mit Stiften alles anmalen. Die wollen irgendwie ihre Umgebung so erforschen oder so. Das ist, scheint ein, irgendwie ein ganz wichtiges Bedürfnis zu sein. Ja, das kenne ich auch. Ne? Ich weiß nicht, woher, also, oder ich weiß es nicht, kann auch nur vermuten, dass das was damit zu tun hat, dass man selber die Umwelt gestalten kann, dass man halt ein, also die sich zu eigen machen kann. Ich kann das so. Aber das ist was, die greifen zum Stift und malen total gerne. Kinder unter 2 Jahren. Und das andere ist, ein ganz direkter Zugang zu Musik, zu allem, was mit Klang zu tun hat. Die tanzen, die, das ist ganz wichtig, dass die singen, dass die irgendwie Geräusche machen. Das ist alles total wichtig für ganz, ganz kleine Kinder. Jetzt sind natürlich auch andere Dinge wichtig, aber also die, was mit sozialem, also die mit Sprache zu tun haben und so weiter. Aber das finde ich ganz erstaunlich, dass das eben so, so früh anfängt. Also ohne damit kann man das nicht interpretieren, aber dass dieses Bedürfnis, seine irgendwie was zu hinterlassen oder was sich so auszudrücken auf diese Art und Weise, ist, glaube ich, kein Kulturgut, was erst so mit der Industrialisierung oder meinetwegen seit 2000 Jahren besteht, sondern das ist was, was so erstmal so eine Anlage ist, wie sich das dann weiterentwickelt, wenn dann viele Leute darauf gucken oder dass das auch eine Wirkung hat, wenn man jetzt in so einem Raum ist, der eine bestimmte Akustik hat, dass man dann so eine Resonanz da empfindet. Also, dass sich das so entwickelt, aber ich habe jetzt auch keine Erklärung für, aber ich finde das jetzt nicht so absonderlich. Und auch diese Neugier, an eine Stelle zu gehen, die einfach besonders ist und das ist nur unseres und das ist vielleicht ein Geheimnis, damit hatten wir es ja eben, dass das so anfängt, aber dann wird da was anderes draus. Offensichtlich wird da was Systematischeres draus, ne? Weil wenn in anderen Höhlen bei ähnlichen Klangeigenschaften die gleichen Tiere sind, dann muss es irgendwie auf jeden Fall irgendwann ein System bekommen haben. Es hat ein System. Und es macht ja auch Eindruck, wenn du davon beeindruckt bist, Oliver, wenn du jetzt da hingehst, wie beeindruckt waren dann die Leute? Ja gut, dein Argument ist ja, da ist vielleicht keiner reingegangen, vielleicht aber auch doch. Und wie beeindruckt war der dann, wenn er da reingegangen ist? Ja. Vielleicht wurden auch Leute reingeführt und so. Guck mal, und die waren dann, glaube ich, schon ziemlich beeindruckt davon. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Ich muss auch mal hin. Ja, und das ist nämlich auch das Fazit. Also die Dordogne ist als Reiseziel wirklich empfehlenswert mit ihren Wäldern, Flusstälern und den echt schönen Dörfern und Städten. Und es gibt nicht nur diese eine Höhle. Es gibt also unter jedem Kiesel Urzeitkunst in Höhlen oder unter so etwas geschützt vom Wetter geschützten Felsen. Die Höhle von Lascaux, auch im Nachbau, ist sehenswert und interessant. Und mich hat das, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht gestört, dass man die eigentliche Höhle nicht sehen kann. Ja. Beruhigt einen eher. Es beruhigt einen, es macht das, um ehrlich zu sein, ein bisschen bequemer. Ja. Ja. Aber auch die anderen Höhlen und Überhänge, die man wirklich auch, es gibt immer nur begrenzte Tickets, sie sind da sehr vorsichtig geworden, aber die sind auch sehr schön und interessant, selbst wenn man da nicht rein kann. Ja. Warum die Menschen sich mit wenigen Ressourcen über Jahrhunderte immer wieder diese große Mühe gemacht haben, gerade diese Höhle kunstvoll und mit Leidenschaft auszumalen, ich glaube, ist völlig offen. Ob das Jagdmagie, Akustik, der Abbild des Sternenhimmels, eine Riesenmumu, Schamanismus, das sind alles hilflose Erklärungsversuche von was Unverstandenen. Die Chromanons sind weg. Damit fehlt der Bezugsrahmen. Und jetzt können wir die Darstellung quasi interpretieren. Ja. Wie auch immer. Wenn die einen Symbolgehalt hatten, nicht bloß auch diese Abstrakte, aber wenn das wirklich einen Symbolgehalt hatte, die Szene im Brunnen hatte bestimmt einen Symbolgehalt, die wussten, was sie meinten. Das ist weg. Das ist nicht mehr da. Ich würde aber vermuten, dass bei so einem langen Zeitraum von mindestens 500 Jahren, vielleicht sind es auch tausende von Jahren gewesen, dass die Leute daran gearbeitet oder zumindest immer hingegangen sind, gibt es bestimmt mehr als nur eine richtige Deutung. Das heißt, es gibt mehrere Gründe, warum die Leute das gemacht haben, die sich dann über die Zeit geändert haben können.
Das heißt, möglicherweise sind die Deutungen der Leute, die sich mit sowas auskennen, irgendwie alle mal korrekt gewesen. Oder vielleicht auch alle falsch. Aber das stimmt, dass die Bedeutung sich der Höhle über Jahrhunderte vielleicht für die Menschen, die das angefangen haben, eine ganz andere war, als für die, die das 500 Jahre später weitergeführt haben. Ne? Genau. Wussten die gar nicht das meine ich. Von der ursprünglichen. Ja, das ist ein guter Gedanke, ja. Aber es sind doch bestimmt Geschichten, die sich erzählt haben, die konnten ja auch reden, oder? Ja, ja, klar. Aber die Geschichten können sich ja völlig ändern. Nee, das ist klar. Aber dass das irgendwie, das ist doch das, was du meinst, dass der Mann da, ne, der von dem Stier vielleicht umgestoßen wird oder was anderes, was auch immer die da machen, dass es dazu, wird es ja wahrscheinlich irgendeine Geschichte geben. Ja. Die halt kennen. Ja. Die aber nicht mehr nachvollziehbar ist. Nee, ist klar. Oder vielleicht waren es auch 10 verschiedene. Ja, weil es uminterpretiert wird. Naja. Also Urmütter selbst haben die Cro-Magnon-Leute nicht gemalt, wenn man nicht die Höhle selbst als riesigen Riesenmumu werten mag. aber es gibt ja auch überhaupt nur eine einzige vage menschliche Figur und vielleicht geht die ja mit etwas gutem Willen als Urvater durch. Das ist schon interessant, dass es nur eine einzige menschliche Figur gibt und die auch noch an der Stelle ist, wo man ohnmächtig wird. Und da habe ich gedacht, vielleicht passt dieser Bericht zum Reisebericht so ein bisschen in Martinas Urmütter-Reihe. Darum habe ich dir auch ein Geschenk mitgebracht. Oh, danke schön. Soll ich gleich auspacken? Ja, während der Trommel läuft. Kamera. Oh, spannend, spannend, spannend. Ich reiße es auf, ne? Ui, und es ist die Venus de l'Espugu. Es ist eine Venus. Ui, ja, vielen Dank. Oh. Es handelt sich um eine Art Urmutter. Mit einem kleinen Kopf, sehr großen Hängebrüsten, einem sehr ausladenden, breiten Popo und einer nicht so richtig entblößten Mumu. Oh, verdammt, es ist nicht schamweisend. Das könnte jetzt doch auf die Fruchtbarkeit hinweisen, die hier im Fokus steht. Auf jeden Fall wird nicht abschreckend hier mit den Genitalien gewedelt oder ähnliches. Das ist eine gemütliche Urmutter. Ja, ist wirklich sehr, sehr gemütlich. Lespug? Oder was? Venus de Lespug. Ja, das ist doch sehr hübsch. Das ist die Nachbarhöhle. Grot de Rideau. Und da war nämlich doch so eine drin. In der Nachbarhöhle. Wenn ich das richtig gesehen habe, schon, ja. Ja, sonst würde das doch keinen Sinn machen. Aus Ivoire de Mammut. Wow. Da muss man schon viele Kinder kriegen, damit sich der Körper so entwickelt. Also hier steht, das Original ist aus Mammuthorn. Mhm. Und das ist aber eine Kopie. Ach, das ist nur eine Kopie. Steht hier. Ach ja, ist doch wirklich ärgerlich. Ne? Ach, das ist nur eine Kopie. 20.000 Jahre alt ist das echt. Ja, vielen Dank. Das wird natürlich einen Ehrenplatz bekommen. Bestimmt, bestimmt. So, Literaturhinweis. Ich habe da so ein Buch gekauft vor Ort von Iris Newton. Das heißt, die Bilderwelt von Lascaux ist im Palm Verlag erschienen. Gab es da natürlich in allen möglichen Sprachen der Welt. Hat ungefähr so 120 Seiten und ziemlich viele Bilder. 150 Seiten, Entschuldigung, hat ziemlich viele Bilder. Ist ein cooles kleines Buch. Fertig. Toll. Sehr eindrucksvoller Reisebericht. Und auch sehr interessant. Ist gemein, ne? Dass man das nicht mehr weiß oder nicht mehr so gut rauskriegt. Das ist schon schade. Ja, man will es so gerne wissen. Aber im Zweifelsfall war es so, wie Till sagt, ja, wir wussten, da haben wir gedacht, was sollen wir denn machen? Und da haben wir uns jeden Donnerstagabend getroffen und ein bisschen was gemalt und dabei gesoffen. Dagegen spricht schon, dass sich da so Religionen entwickelt haben und so, die werden sich, das bleibt nicht ohne Nachhall, wenn man da reingeht. Nee, Höhle. Das stimmt. Das ist sehr, dass die da so abgeklärt waren, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. So hat es vielleicht angefangen. Einer hat erstmal was reingemalt. Ja, genau. Und dann haben sie es vergessen, dann hat es jemand gefunden und gedacht, wow. Ja, ja. Geil. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer und alle anderen, fürs Zuhören. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder zuhört und wenn ihr uns weiterempfehlt und uns auf iTunes und Spotify tolle Bewertungen gibt. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst auf manglaubtesnicht.wordpress.com.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.